Gott, ey. Vielleicht kommen ja ein paar Äpfel runter. Äpfel schade nie. Keine Ahnung, da haben wir einen Apfel. Ich glaube, die sind relativ selten, dass die spawnen, wenn du einen Baum abholst. Ich weiß aber nicht, wie da wieder die Wahrscheinlichkeit ist. Aber ich habe in Erinnerung, dass es relativ hoch war. Am Anfang glaube ich nicht, da ging das sogar relativ easy, Äpfel zu farmen oder zu bekommen. Aber jetzt nicht mehr. Oder leider nicht mehr. Gut, das kann erstmal alles da rein. Das brauche ich auch erstmal nicht. Das war nicht so geplant. Ihr könnt das Essen von mir aus erstmal hin. Das brauche ich auch erstmal noch nicht. Dann. Das brauche ich. Und das. Das wird jetzt eine richtig widerliche Arbeit, das Ganze einzuebnen. Ich glaube, ich werde sogar in diesem Playthrough mal anfangen, das Haus zu bauen. Oder? Na gut, eine Dreiviertelstunde nehme ich schon auf. Warum habe ich denn eigentlich Holz gemacht? Ach, egal, Digga. Ich hab doch hier was. 1, 2, 4, das reicht erstmal. Die gehen halt easy flöten, ne? Das ist dumm eigentlich, aber ne. Ein wieder viel zu großes Projekt für mein erstes Scheißhaus. Aber naja. Jetzt ist es zu spät. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Was eine Scheiße. Da haben wir erstmal Erde. Da kann man ein bisschen was ausfüllen. Zum Beispiel jetzt über die eine Schlucht. Ob ich da vielleicht was mache? Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Wald nutzen möchte. Ob ich da was reinballern möchte oder nicht. Oder ob ich so Teil machen, dann immer nur ein, zwei Wege für, ich sag mal, ein, zwei Häuser. Ich hoffe, das ist eigentlich nicht zu laut, ne? Also, das wäre jetzt scheiße. Wenn das viel zu laut wäre, wo man mich gar nicht versteht. Und man sich sollte das passen. Dann kann ich die ganze Aufnahme hier vergessen. Das wäre richtig schön scheiße. So, dann geht er auch schon wieder unter. Gut, legen wir uns kurz pennen. Und der beobachtet uns dabei, der Spanner. Das klingt so, als ob er gerade am Pissen ist, Alter. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr viel Fläche, was wir gerade einebnen. Also ein bisschen zu übertrieben. So viel brauche ich gar nicht. Egal. Es ist zu spät. Jungs, es ist zu spät.
Ist echt unglaublich, wie die Map hier sich so entwickelt hat, ne? Das Wasser natürlich. Tja, da war ja noch ein bisschen vor uns, ne? Scheiße. Okay, ich mal gleich das hier machen. Den Dreck hier ausfüllen. Hallo? Das hatte ich nicht gemacht. Hatte ich auch nicht vor. Ich denke mal, hier wird es noch etwas in etwas, ne? Hust, hust, minimalistischer sein. Auch wenn es schon wieder viel zu groß ist. Aber hier kann ich gleich ein Feld und sowas alles machen. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Das da oben, das wird riesig. Erstmal so eine scheiß Burg zu bauen. Und boah, ich weiß jetzt schon, da werde ich irgend so ein riesen Lager unten in den Berg rein klamüstern. Hier könnte ich auch vielleicht noch eine Hängebrücke machen, aber. Muss ich schauen, wie wir das machen. Das ist gerade so leider wieder mein Problem, wenn ich Minecraft zocke. Zu viele Ideen, ich möchte sie alle sofort umsetzen, aber das braucht erst so viel Zeit und ich muss erstmal eins auch beenden, sonst sieht das alles so halb fertig aus. Weil es halt nicht fertig ist. Jetzt gedacht. Der Rest, glaube ich, ist ja sogar echt praktisch, wenn du noch ein paar Leute hast, die dir helfen oder die da mitmachen. Da brauchst du ja erstmal jemanden, der dann auch aktiv mitzockt. Aber ich glaube, da ist wieder so das Problem, wenn ich das baue oder bauen möchte und der andere nicht dabei ist, der möchte das bauen halt, wie er das möchte, dann steht man sich wieder sich selber gegenseitig im Weg. Meine Fresse, was ist denn los? Ich bin halt ein bisschen verschlafen, ey. Viel. Alter, so viel Erde. Mein Gott. Geh mal weg. Wie weit geht denn das hier eigentlich? Gut, es geht dann einfach da wieder hoch, ne? Also weit möchte ich dann auch nicht. Es reicht von mir aus, wenn man hier so bloß Strich ziehen. Warum ist eigentlich direkt wieder Stein? Ich fange schon wieder gerade an, auch gar nicht für das Haus weiterzumachen, sondern einfach nur für die Optik. Ich hasse mich selber.
So, und letzte Schaufel schon wieder. Wie schnell das Flöten geht, das Zeug ist unglaublich. Muss ja noch mal nach unten. Was eine Heidenarbeit. Ja, aber die wir lieben. Wir sind ja auch fast durch damit. Oh, wir machen hier weiter, komm. Spitzhacke ist auch schon fast im Arsch. Spitzhacke, Axt. Schon wieder fast eine Stunde in der Aufnahme, oder? Ja. Oh, scheiße. Mein Inventar ist aber auch schon voll. Können wir auch eigentlich. Ich hab's ja nicht. Ich hab die Truhe nicht dabei. Hab ich die Truhe da unten hin? Ah, dann die ganze Erde da rein, die kein Mensch braucht. Leck mich am Arsch. Ist auch toll, dass hier alles Stein ist nach einer Oberfläche. Das ist ganz komisch. Brauche ich doch nicht mal so viel Spitzhacken. Nicht so Sinn der Sache. Aber naja. Dann machen wir das noch ein. Ballern das auch noch in die Truhe. Was können wir?